Merkel hat es also geschafft, gegen Ende ihrer unrühmlichen Amtszeit ihr eigenes Ermächtigungsgesetz durch den Bundestag zu peitschen. Corona sei Dank! Infektionsschutzgesetz oder Corona-Notbremse nennt sich dieses undemokratische Vehikel recht harmlos. Diese in ein Gesetz gegossene gelebte Verfassungsbruch, diese grundrechtswidrige Einschränkung bürgerlicher Freiheiten. Dieses neue Unrecht soll den durch Merkel selbst die letzten 13 Monate in Tateinheit mit den hilflosen Ministerpräsidenten vollzogenen Wahnsinn, ihre virologischen Experimente, die von jedem Wald- und Wiesengericht aufgehoben wurden, nicht nur nachträglich legitimieren, sondern legt die Basis dafür, dass die Kanzlerin an Parlament und den Gerichten vorbei im Rahmen des von ihr eigenmächtig ausgerufenen Notstandes in die Grundrechte der Bürger nach eigenen Ermessen automatisch eingreifen kann. Freiheitsbeschränkung auf Verdacht, Opferung der Realwirtschaft, des gesamten gesellschaftlichen und sozialen Lebens, der Freiheit der eigenen Bürger und die amtlich vollzogene Stigmatisierung von symptomlos Infizierten einer Erkrankung, die sage und schreibe 99,8% der Menschen überleben. Mit den Kanonen des Merkelschen Rechtsstaates oder zumindest, was die Gute darunter versteht, wird auf Spatzen geschossen. Juristische Werte wie Verhältnismäßigkeit verkommen somit zu reinen Worthülsen. Und es ist ein fürchterliches Präjudiz für noch folgende Eingriffe in die Souveränität des Bürgers und seiner demokratischen Vertretungen vor Ort, je nach beliebigen Anlass. Der freiheitliche Rechtsstaat wird pervertiert. Er soll sich gegen die Bürger richten und nicht mehr ihre Interessen schützen. Merkels Freiheit darf nur dann genossen werden, wenn man sich der Impfapartheit oder der indirekten Testpflicht unterwirft. Dann kann man um seine Freiheit flehentlich bitten. Ein Tabubruch ohne Beispiel in der jüngeren deutschen Geschichte. Der erste Schritt ist getan. Der Bundestag hat mit diesem politischen Amoklauf seine Kompetenz beim Portier des Kanzleramtes freiwillig abgegeben. Der zweite Schritt wird getan, wenn die Ministerpräsidenten ihre Verantwortung als juristische Morgengabe der Alten im Berliner Bunker übertragen haben. Unvorstellbar. Wie die Geschichte der Deutschen ausgegangen wäre, wenn man Honecker ein solch autokratisches Instrument in die Hand gedrückt hätte. Merkels geografische und geistige Herkunft, die DDR, gäbe es wahrscheinlich noch immer. Vielleicht ist auch deren Wiederherstellung das eigentliche Ziel.